Dankeschön. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank, dass Sie heute die Kultur angesprochen haben und dass Sie sogar noch gesagt haben, ja, sie ist systemrelevant. Toll, wunderbar. Und jetzt hatte ich mir gedacht, jetzt kommt ein Feuerwerk für die Kultur. Leider nicht. Leider nicht. Diese Regierung, das kann man feststellen, hat von Anfang der Pandemie an nichts oder wenig für die Kultur in Bayern über. Sie brauchte Wochen und Monate, bis man die dramatische Lage der Kulturschaffenden erkannte und auch die Maßnahmen langsam in die Gänge kamen. Dabei war der absolute Hit der Ausreden, warum das nicht klappt, die in Berlin sind schuld. Es ist schon wirklich dreist, wie man seine Regierungsbeteiligung verheimlichen will. Da nützt auch dieses ewige Nachsteuern nichts mehr. Das heißt, wenn Sie Novemberhilfen ankündigen, müssen diese auch spätestens im Dezember ausbezahlt werden und nicht erst im Februar, März oder vielleicht sogar April. KünstlerInnen haben diesen Ankündigungen von Ihnen vertraut. Und dieses Vertrauen, verehrte Damen und Herren, hat diese Regierung enttäuscht. Wir brauchen ein klares Programm und eine verlässliche Ansage für die Wiedereröffnung der Kulturstätten. Die Bevölkerung hat Hunger nach Kultur. Wir wünschen uns alle endlich wieder Kultur vor Ort, dass wir diese Kultur genießen dürfen. Wir als Bürgerinnen und Bürger wollen die Kultur direkt fühlen, sehen, mitleiden, mithoffen, hören. Und genau das wollen die Künstlerinnen und Künstler uns auch bieten und geben. Verehrte Damen und Herren, Kultur ist doch nichts, wo man sagen würde, nice to have. Kultur ist ein Privileg, Kultur ist ein Grundrecht. Die Kultur hält unsere Gesellschaft zusammen. Und einen Zusammenhalt haben wir in dieser Pandemie wohl Gott dringend nötig. Kultur braucht auch Wertschätzung. Und das fehlt bei Ihnen. Bei Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, gibt es keine Empathie, sondern nur eine geschäftsmäßige Anteilnahme. Leider waren die Ausführungen auch heute wieder in diesem Geiste. Da lassen Sie sich bei den Friseuren schon anders ein. Da sprechen Sie von Würde, Respekt, Freiheit, Selbstachtung. Solche Worte fehlen leider für die Kultur. Bei aller Freude für die Friseure, wissenschaftlich begleitete Hygiene- und Abstandskonzerte haben Theater, Opernhäuser, Spielstätten und Museen zuhauf vorgelegt. Unsere Regierung interessiert das nicht. Keine Öffnung. Leider ist die Kultur weiterhin die absolute Verliererin dieser Pandemie. Und als Optimist sage ich zum Abschluss, wir geben die Hoffnung nicht auf. Denn sie stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die Kultur hat es verdient, dass wir uns mehr um sie kümmern. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist ebenfalls für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Matthias Fischbach.